Hallo, ich bin seit vielen Jahren schon als Urban Sketcher in Deutschland und in der restlichen Welt unterwegs und jetzt reise ich wieder nach Sierra Leone, das dritte Mal. Und dieses Mal werde ich nicht wie üblich meinen Aquarellkasten mitnehmen, sondern meine Gouache-Farben, weil das meine neue Liebe ist. Und ich habe euch mal hier so ein bisschen meine Ausstattung aufgebaut und erzähle euch jetzt mal dazu was. Als erstes vielleicht einen Blick in meine Skizzenbücher von den letzten beiden Reisen. Da bin ich mit Aquarell gereist. Das kennt ihr wahrscheinlich als Urban Sketcher. Man hat einen Stift dabei und ein paar Aquarellfarben und man ist relativ schnell, kann man eine Situation einfangen, ein bisschen Farbe raufgeben, hier ein Essen. Das geht alles relativ schnell eingefangen. Habe ich auch sehr gerne viele Jahre gemacht. Hier ist nochmal ein Blick ins zweite Buch. Und zweiten Jahr noch ein Buch, da müssen wir es gar nicht reingucken. Was ich euch jetzt mal zeige, ist das, was ich im Augenblick gerne mache oder meine große Liebe ist halt die Gouache-Farbe geworden. Und das hat so einen opaken, dicken Farbauftrag, den ich richtig liebe mittlerweile. Die Skizzen sehen dann so aus, es ist viel dichter und viel tiefer, finde ich. Und das ist so meine neue Liebe für Sketchen, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Dicker Farbauftrag, Übergang ins Zeichnerische, aber immer irgendwo diesen schweren Farbakzent. Das liebe ich gerade. Und meine neuesten Experimente sind, das Papier vorher ein bisschen zu grundieren und dann die Gouache raufzusetzen. Ich habe hier mit Acryl grundiert, damit ich die Gouache, die ich raufsetze, damit sie den Boden nicht anlöst. Also eine Acrylgrundierung und dann Gouache drauf. Hier auch nochmal ein Birnenstillleben. Kann man wunderbar, man hat gleich einen Grundfarbton und kann wunderbar was drüber setzen. Und das ist jetzt mein Plan, diese Technik mit nach Afrika zu nehmen, nach Westafrika. Und dafür musste ich ein bisschen rumbasteln und experimentieren. Ich bin mal gespannt, ob das alles so klappen wird. Ich habe die Schwierigkeit bei Gouache ist ja, dass die Farbe, wenn sie nicht feucht gehalten wird, bröckelig wird. So sieht das dann aus. Der Albtraum eines jeden, der schon mal Gouache ausprobiert hat. Die Farbe wird bröckelig und trocken und dann macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr, mit der zu arbeiten. Die sehen jetzt bei mir so aus meinem alten Kasten, weil ich mindestens 3 Wochen nicht mehr mit Farbe gearbeitet habe, sondern nur noch schwarz-weiß gearbeitet habe, Inktober. Und habe jetzt aber für Afrika einen kleinen Kasten frisch bestückt mit frischer Farbe. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. Das ist ein ganz normaler kleiner Aquarellkasten. In den habe ich die Pfännchen, die Aquarellpfännchen reingeklebt. Die klebe ich immer mit so einem Klebeknete rein. Einfach Klebeknete unten runter und raufkleben. Dann sitzt das. Also so habe ich die Farben hier in meinen kleinen Kasten rein, die Töpfchen reingeklebt. Auch das Grundgestell habe ich rausgenommen, damit ich mehr Farbe reinkriege. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier gerade da so ein Moos-Gummideckel, habe ich mir zurechtgeschnitten, den habe ich gerade runtergenommen. Den lege ich darauf. Hier fülle ich die Farbe ein. Ich fülle sie nicht ganz voll, weil ich die eigentlichen Farben sogar als Tube mitnehme und lieber frische Farbe nachgebe. Ich habe die Farbe da reingefüllt. Ich tue da immer noch einen ganz kleinen Tropfen Gummi Arabicum dazu, damit sie ein bisschen geschmeidiger bleibt. So, genau, kann ich mal zeigen. So. Aber nur einen kleinen Tropfen, das macht die Farbe geschmeidiger, aber auch glänzender. Und eigentlich ist ja auch das Matte an der Farbe so schön. Und wie halte ich meine Farben jetzt frisch? Indem ich sie erstens immer wieder frische Farbe dazu packe, wenn ich sie brauche. Und ich lege hier diesen Moosgummideckel drauf, der dichtet das fast so ein bisschen ab. Außerdem, weil ich regelmäßig male und jedes Mal, bevor ich anfange, die Farben anfeuchte, damit sie aktiviert sind, habe ich immer so einen Parfumzerstäuber mit dabei. Und mit dem gehe ich einfach einmal, bevor ich loslege, über die Farben rüber. Dann sind sie angefeuchtet, je nachdem, wie viel ich brauche, und halten auch ihre Grundfeuchtigkeit und bleiben geschmeidig. Und das Ganze deckel ich dann mit meinem Moosgummi zu, klappe rauf. Und damit es mir auch nicht aufspringt, habe ich tatsächlich ein Gummiband drumherum gepackt. Und da, so knapp und klein wie so ein ganz normaler Aquarellkasten, so klein kann man Gouache mitnehmen. Den nehme ich so mit in den Busch. Ich habe auch die Farben mit, aber die kommen irgendwo in den Rucksack und die packe ich dann morgens vielleicht dazu, wenn ich sie brauche, in die Palette rein. Als Skizzenbücher
habe ich ganz normales Skizzenheft mit für die alltäglichen Skizzen, die schnellen Skizzen. Aber ich hatte Lust, dieses Mal größere Formate auch zu machen und konzentrierte auch länger an ein paar Skizzen zu arbeiten. Deshalb habe ich mir einen Aquarellblock angefangen zu grundieren. Wie ihr gesehen habt in meinem anderen Skizzenbuch, dass ich Grundfarben runterlege mit Acryl. Ich habe jetzt Farbtöne gesucht, die zu dem roten Boden von Afrika passen. Das sind alles so warme Farbtöne. Ich habe die einfach dieser Acrylfarbe sehr wässrig auf das Papier aufgetragen, damit die Haftfähigkeit des Papiers nicht durch das Acryl ganz abgedeckt wird, damit das später auch die Gouache draufkleben kann. Ja, da kommen dann meine Zeichnungen rein. Wir sind gespannt, was das wird. Das sind die grundierten Bögen. Und damit ich eine möglichst kleine Ausstattung habe, was fehlt noch? Wir brauchen noch Pinsel. Ich habe hier aus afrikanischen Stoffen ein kleines Pinselset genäht. Hier sind meine liebsten, wichtigsten Pinsel, viel sind es ja gar nicht. Und ich habe immer ein paar Buntstifte dabei, mit denen mache ich die Vorskizzen oder gehe auch in Akzente rein, noch gebe Akzente, arbeite nochmal auf die Gouache drauf. Das ist also mein kleines Pinselset. Und damit ich dann aber auch wirklich, ohne jetzt so einen großen Tisch zu haben, wo ich mich ausbreiten kann und alles hinlegen kann, damit ich also auch stehend unterwegs irgendwie arbeiten kann, habe ich mir diese Platte hier gebaut. Das ist so aus dem Modellbau, so eine super leichte Platte. Da habe ich ein paar Neodym-Magnete rein versenkt. Das sind diese ultra dünnen und richtig, richtig starken Magnete, wo alles sofort dran hängt. Und die Platte nehme ich zusammen mit meinem Skizzenbuch und einer Klammer. Zack. Dann habe ich alles schon in einer Hand. Dann habe ich mein Skizzenbuch und alles, was ich brauche. Nämlich, hier kommt jetzt mein meine Farbe hin und in meinem kleinen Wasserbehälter ist ein Magnet drin, da ist dann mein Wasser drin. Und ich kann jetzt in einem Arm alles haben, kann hier zeichnen und pinseln und mir das Wasser holen. Natürlich kommt noch mein Rumsautuch auch noch mit hin und habe das alles in einer Hand. Ich bin sehr gespannt, wie das alles funktionieren wird, aber ich bin überzeugt, das wird was. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Sachen einmal durchdacht. Ich werde in der nächsten Folge berichten, wie das jetzt weitergeht. Und ich werde euch auch Zeichnungen natürlich zeigen und erzählen, wie mir das im Busch ergangen ist, ob das alles geklappt hat, wie ich mir das so vorgestellt habe. Mal schauen.